Inimine hatte einen Komplizen. Und wer war diese Komplizin? Jetzt habe ich schon fast verraten mit Komplizin. Aber es muss eigentlich jeder wissen, es war Morgan Fay. Nimm das! Ha, diese Person? Wäre es niemand außer aus Kurain gewesen, hätten sie das Kostüm nicht bekommen. Und wäre es niemand aus dem Fay-Haus gewesen, hätten sie die Truhe nicht bekommen. Morgan Fay? Ist das nicht die nette Dame, die Feuer ausgesagt hatte? Das können Sie. Was können Sie dazu sagen, Frau Minet? Sie haben Dr. Gray eigenhändig erschossen. Bestreiten Sie das? Ah! Ich hätte jetzt länger schreien sollen, aber egal. Wir haben auch einige nette neue Bilder gesehen. Ich denke, genau das ist wirklich passiert. Die Mörderin hatte sich lange vor dem Verbrechen am Tatort eingefunden. Als Medium verkleidet und mit Perücke gab sie sich als die Angeklagte aus. Und dann begann die Beschwörung. Die Mörderin schlich leise zu den beiden anderen, die die Augen geschlossen hielten. Zuerst betäubte sie Maya, Fay, mit einem starken Schlafmittel. Dann erstach sie Dr. Gray mit dem Messer. Als nächstes versteckte sie meine Mandantin in der Truhe. Die Tat ist, damit sie sich als Maya ausgeben und ihr das Verbrechen anhängen konnte. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Unerwartetes? Ja. Dr. Gray war noch nicht tot. Mit letzter Kraft feuerte er einen Schuss auf seine Angreiferin. Und deshalb ist das Loch im Wandschirm nur knapp über dem Boden. Die Mörderin nahm dann Dr. Gray die Pistole aus der Hand und... Doch noch haben sie und die andere Dame das Zimmer gestürmt. Ja, einen Schuss hatten wir einfach nicht erwartet. Deshalb brachen wir die Tür zum Beschwörungsraum auf, als wir die Schüsse hörten. Frau Minet, sie beschmierte ihr eigenes Kostüm schnell mit Blut. Und tat so, als wäre sie Maya Fay. Aber diese Täuschung wäre doch leicht zu durchschauen. Genau deshalb scheucht sie uns morgen Fay hinaus. Überlassen Sie das bitte mir. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Was soll man dazu sagen? Das ist die Wahrheit hinter dem Mord. Ha. Wer war das? Wer lacht in so einem Moment wie diesen? Ah! Oh, ihr armen Dummköpfe! Steckt ihr vielleicht gerade noch in der Entwicklung? Was ist es dieses Mal? Frau von Karma? Sicherlich... Natürlich war ich das! Denkt ihr wirklich, eine von Karma würde wegen so etwas Kleinem verlieren? Was in aller Welt? Phoenix Wright! Ihre Beweisführung weist in einen großen Fehler auf. Und der wäre? Wenn die Zeugin die wirkliche Mörderin ist, warum sollte sie dann das alles auf sich nehmen? Hä? Die Zusammenarbeit mit einem Medium, sich als eines auszugeben, der Anschlag, welchen Grund sollte sie für solche dumme Dinge tun, haben? Nun das, Ja, das stimmt, das wollte ich auch gerade sagen. Oh, und da ist noch etwas. Warum sollte Frau Inimine Dr. Gray umbringen wollen? Was ist ihr Motiv? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Motiv. Ich habe kein Motiv. Ein Motiv? Das ist... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie kein Motiv hat. Ich muss ein Motiv finden, sofort. Warum könnte sie Dr. Gray töten wollen? Der Grund, warum sie Dr. Gray umbringen wollte, ist folgender. Der Zeitungs... Oh, das ist der? Das ist gar nicht der, oder? Vor einem Jahr? Nee. Das ist der andere. Der Zeitungsausschnitt Nummer 2. Nimm das! Ha! Wie ich es mir dachte. Ihre dummen Antworten langweilen mich, Phoenix Wright. Na großartig. Jetzt nennt sie mich auch mit meinem Namen. Denken Sie, ich hätte es getan, um mich für den Tod meiner Schwester zu rächen? Ja. Weil sie durch den Unfall selbst große Verletzungen und Schmerzen hatten. Seien Sie nicht albern.
Niemand kann beweisen, dass Dr. Gray meine Schwester getäuscht hatte, richtig? Und Sie wollen behaupten, ich würde mich ohne Grund rächen? Was wollen Sie damit sagen? Sieh nieder, Tata Greis. Ich werde es erklären. Also hören Sie zu, ja? Vor über einem halben Jahr bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wenn ich mich wirklich hätte rächen wollen, hätte ich nicht so lange gewartet. Und außerdem, der Kerl, der das mit dem Geist dann wollte, war Dr. Gray. Es war totaler Zufall, dass er mich auch deswegen fragte, verstehen Sie? Sie ist wieder das kleine Dummerchen. Aber verstehen Sie, au! Armselig, Phoenix Wright. Du konntest deine eigene Theorie nicht untermauern. Und das ist das Ende. Ich denke, wir haben die Antwort, Phoenix Wright. Was Frau Minet sagt, ist sehr wahr. Der Racheplan ist sehr kompliziert, außerdem hat sie kein Motiv. Des Weiteren gibt es für Frau Morgan Fair keinen Grund, an diesem Plan mitzuwirken. Naja, eigentlich schon. Sie haben nicht einmal wirklich in handfeste Beweise für ihre Behauptung. So viele Fehler, Phoenix Wright. Du musst lernen, was sich gehört. Ah! Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte sie gehabt. Sehen Sie, wie ich es Ihnen gesagt habe. Hm? Sie müssen wohl klein beigeben. Nun gut, hiermit ist das Kreuzwerk von Frau Inimine beendet. Moment mal. Euer Ehren, bitte gewähren Sie der Verteidigung noch eine Minute. Also gut. Du darfst hier nicht verlieren. Habe Vertrauen in dich selbst, Phoenix. Mir. Ja, es sieht nach einem lächerlichen Mordplan aus. Aber trotz alledem hat das Mädchen für diesen Verbrechen geübt. Wirklich? Hör zu, Phoenix. Es gibt für alles einen Grund. Es gibt einen Grund, warum sie Dr. Way umbringen musste. Und aus dem gleichen Grund musste sie ihn auf diese Weise töten. Die Zeit ist um, Herr Wright. Ihre letzte Antwort, bitte. Wenn Sie sagen wollen, Sie haben einen Beweis für Frau Minets Motiv, warum hat sie dann das Opfer auf diese Weise umgebracht? Können Sie das beweisen? Kann ich das wirklich? Ja, ich kann es, weil sonst hätten wir verloren. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich muss daran bleiben. Egal wie. So ist es richtig, Phoenix. Nur du kannst es jetzt tun. Ich werde zeigen und beweisen, dass Frau Minet ein Motiv hatte. Das ist zu schade. Zu spät. Mein Kreuzfeuer ist endlich vorbei. Ah! Interessant. Ich gebe dir deine Chance, Phoenix Wright. Was? Sie sollten doch auf meiner Seite stehen. Ah! Eine von Karma denkt nur an den perfekten Sieg. Solange du Kampfgeist hast, werde ich dich besiegen, Phoenix Wright. Und es ist mir gleich, ob du meine Zeugin bist. Komm mir ja nicht in die Quere. Nein! Nun gut. Das Gericht macht 5 Minuten Pause. Wir fahren nach der Pause mit dem Kreuzfeuer fort. Hey, Sekunde! Oh, ich dachte, dass wir jetzt... Oh Gott, Fortsetzung folgt, aber das jetzt schon. Oh Gott! Speichern. Gott, oh Gott. Ich dachte, ich könnte es jetzt endlich schnell beenden. 22. Juni, 12.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Stimmt das mit meiner Tante? Ich befürchte ja, Maya. Ini hätte Dr. Gray nicht alleine umbringen können. Und unter diesen Umständen gibt es niemand anderen als seine Tante Morgan. Das ist schrecklich. Warum würde meine eigene Tante... Wie ist das denn jetzt? Alles ist so, wie ich es vorausgesagt habe, Phoenix Wright. Oh Gott, alles ist so, wie ich es vorausgesagt habe, Phoenix Wright. Franziska! Warum tust du das? Warum willst du dich an Nick rächen? Nick hatte keine Schuld an der Sache mit deinem Vater. Solltest du dir nicht besser über andere Sachen Gedanken machen? Zum Beispiel über deine Situation. Du blickst auf mich herab, obwohl wir gleich alt sind. Bist du fertig? Du hast mir schon genügend Serpen gekostet. Noch nicht. Ich will dich am Boden sehen und die ganze Welt von deiner Niederlage wissen lassen. Aber auch wenn du das tust, wird es deinen Vater nicht wieder zurückbringen. Wie auch immer. Eins will ich, sollten wir dieses Spiel zu Ende bringen. Und dann werden wir sehen, wer am Ende der Gewinner ist.
22. Juni, 12.10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Diese Pause war irgendwie unnötig. Das Gerücht versammelt sich. Herr Wright. Ja, euer Ehren. Können Sie beweisen, dass Frau Inimere ein Motiv hatte? Ja, ich glaube, das kann ich. Zwischen Inimine und Dr. Gray gibt es eine große Verbindung. Und das war der Autounfall vor einem Jahr. Das Motiv muss dort zu finden sein. Frau Minet, bitte sagen Sie vor Gericht über den Autofall im letzten Fall ja aus. Im letzten Fall ja? Im letzten Jahr aus. Huh? Ich dachte, Sie wollten mich zu meinem Motiv befragen. Ich sehe keinen Grund, die Vergangenheit zur Sprache zu bringen. Frau Minet, bitte tun Sie es. Okay. Ich denke nur, dass es nichts bringt, aber... Oh, kommt doch noch eine. Zeugenaussage, Autounfall letztes Jahr. Es war letztes Jahr, im Mai. Zu jener Zeit war etwas Schlimmes an der Klinik meiner Schwester passiert. Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester übermüdet am Steuer. Ich war auch voll fertig und bin auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Ich wachte auf, weil es einen Stoß gab und ich erwachte in einem Flammenmeer. Ich öffnete die Tür und lief hinaus. Ich glaube, ich habe von dem Unfall gehört. Es war letztes Jahr tagelang Thema Nummer 1 in der Boulevardpresse. Ja, es wurde behauptet, Dr. Gray hätte ihre Schwester betäubt. Ah! Alles nur Gerüchte. Unbegründeter Klatsch. Ja, Herr Wright, Sie können die Zeugen befragen. Im Moment ist es unmöglich zu beweisen, dass Dr. Gray Frau Minets Schwester wirklich betäubte. Ja, das heißt also, dass ich den Fall von hinten aufholen muss. Oh Gott, schon der zweite Fall und der muss schon wie der Fall DS-6 nochmal extra aufgenommen werden. Kreuzhöhe, Autounfall letztes Jahr. Es war letztes Jahr im Mai. Moment mal. Passierte damals nicht ein medizinischer Kunstfehler der Klinik Ihrer Schwester? Ja, das war auch im Mai. Die Sache, als die ganzen Patienten starben, war am 2. Mai. Und unser Unfall war am 24. Mai. Zwei Unfälle nacheinander. Glauben Sie, dass das reiner Zufall war? Meine Schwester war übermüdet. Das war der Grund. Zu jener Zeit war etwas Schlimmes an der Klinik meiner Schwester passiert. Moment mal. Bei dem Kunstfehler starben 14 Patienten, richtig? Ja. Was war die Ursache des Fehlers? Ich hatte gehört, dass Medikamente vertauscht wurden. War es die Schuld ihrer Schwester Mimimine? Auf keinen Fall. Dr. Gray wollte meiner Schwester die Schuld geben. Einspruch. Diese Vorfall hat nichts mit unserem Mordfall hier zu tun. Außerdem steht im Polizeibericht, dass alles allein Mimimines Schuld war. Soweit es die wirklichen Fakten betrifft. Mimimine war diejenige, die den Fehler machte. Aber es war wirklich nicht meine Schwester. Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester übermüdet am Steuer. Moment mal. Sie war übermüdet? Sie meinen erschöpft? Sie musste mit der Polizei reden und wurde jeden Tag verhört. Es war eine absolute schreckliche Situation. Es ist also kein Wunder, dass dann ein Autounfall passiert ist. Nochmal. Es ist also kein Wunder, dass dann ein Autounfall passiert, nicht? Weiter angreifen, wie immer. Warum haben Sie nicht mit ihr die Plätze getauscht? Hä? Wovon reden Sie eigentlich? Ich meinte Fahrerwechsel. Wenn Ihre Schwester so müde war, hätten Sie mit ihr tauschen sollen. Richtig. Ah, aber ich habe keinen Führerschein. Das ist mir neu, Frau Minet. Ich wusste nicht, dass du keinen Führerschein hast. Frau Minet, bitte fügen Sie das Ihrer Aussage hinzu. Okay, wie dem auch sei. Ich war auch voll fertig und bin auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Hey, Moment. Hey, Sie sollte das doch Ihrer Aussage hinzufügen, oder nicht? Ich war auch voll fertig und bin auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Moment mal. Der Unfall passierte nachts, ist das richtig? Ja, es war ungefähr 1 Uhr oder so. Ich musste dringend eine Arbeit abliefern und deshalb hatte ich kaum geschlafen und viel daran gearbeitet. Weil sie beide so müde waren, passierte also der Unfall.
Ich wachte auf, weil es ein Stoß kam und ich erwachte in einem Flammenmeer. Moment mal. Und ihre Schwester? Was geschah mit ihr? Ich habe sie nicht gesehen. Es war total dunkel im Auto und alles war voller Rauch. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was los war. Ich öffnete die Tür und lief raus. Moment mal. Bitte erzählen Sie uns genau, wie Sie entkommen sind. Ich wollte die Zeit einfach nur vergessen. Deshalb erinnere ich mich nicht mehr so genau an den Unfall. Nun, ist schon gut. Sie müssen sich nicht dazu zwingen. Ich glaube, ich hatte nach dem Unfall ein Interview gegeben. Das wäre wahrscheinlich das Genaueste, wissen Sie? Wenn es der Artikel ist, dann habe ich ihn schon. Ich hatte keinen Führerschein und konnte nicht für sie fahren. Ach so, ja, hier ist er. Ach so. Ja, der Widerspruch ist ziemlich einfach. Führerscheinfoto. Ines wurde für ihren Führerschein. Direktor heute ist gelieteter Schatz. Gelieteter Schatz, mein Schatz. Ich kann gerade bestimmt nicht, aber egal. Aber, dieses Führerscheinfoto ist für einen Führerschein von Eminei, also von daher. Dadurch hatte sie einen Führerschein. Einspruch! Frau Minei, das war gerade eine faule Lüge. Was meinen Sie? Ich weiß, dass Sie damals einen Führerschein hatten. Das ist ein Foto, das Sie machen ließen, um schnell den Führerschein zu bekommen. Was soll das bedeuten, Frau Minei? Das stimmt. Ja, ich hatte einen Führerschein, aber... Aber ich bekam ihn erst nach dem Unfall. Nein, Sie hatten ihn schon. Sie hatten ihn schon zum Zeitpunkt des Unfalls. Direktor Hotti, oder der Kerl, der sich für ihn ausgibt, behauptete das. Was reden Sie überhaupt? Was reden Sie etwa von diesem irren falschen Klinikdirektor? Ja, von diesem irren falschen Klinikdirektor. Und woher wissen Sie das, dass er irre ist? Au! Das ist wirklich egal. Zeugin, wann hast du deinen Führerschein erhalten? Letzten November. Was? November? Der Unfall geschah letzten Mai. Das ist ein halbes Jahr später, Phoenix Wright. Was zum Teufel? So war es, Herr Wright. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte Frau Minei keinen Führerschein. Weine nur, dann wird dich meine Peitsche trösten. Jedenfalls konnte die Zeugin und ihre Schwester ohne Führerschein nicht tauschen. Ich bin froh, dass sie es verstehen, aber... auch wenn ich meinen Führerschein gehabt hätte... Hätte mich meine Schwester nicht fahren lassen. Steh nur einfach so da und brummel vor dich hin. Nicht du auch noch, Mia. Mit der Peitsche und der Schmerz und das Aua. Frau Minei, warum glauben Sie, hätten Sie sowieso nicht fahren dürfen? Hä? Weil... Die Situation fordert eine genaue Aussage. Frau Minei, wären Sie so gut? Hey, wie nervig. Tut mir leid, ich wollte nicht fies sein. Zeugenaussage, ich hätte nicht gedurft. Zu jenem Zeitpunkt hatte ich schon fast meinen Führerschein geschafft. Meine Schwester war ein großer Autonarr und mochte Autos wirklich. Sie hatte diesen knallroten Sportwagen gerade erst bekommen. Sie sagte auch immer Sachen wie, ich lasse keinen Anfänger ansteuern. Deshalb landete ich nie danach wieder auf dem Beifahrersitz. Ich verstehe, ein knallroter Sportwagen. Nun gut, die Verteidigung kann die Zeugin befragen. Ich weiß nicht besonders viel über Autos, aber... Kreuzverhör, ich hätte nicht gedurft. Und diese Zeugenaussage werden wir im nächsten Part knacken. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.